und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge Minecraft Survival Let's Play. Heute, ich weiß gar nicht, ich glaube Folge 29 oder sogar schon 30, ich bin mir nicht ganz sicher und wir haben immer noch nichts geschafft, aber hey, so bin ich nun mal. Und ja, ich würde sagen, wir fangen die Folge ganz gut an mit einem kleinen Nickerchen. Wir gehen einfach mal eine Runde pennen, Leute. Ja, so machen wir das jetzt. Wir hauen uns erstmal fett in die Federn, denn wir wollen ja keine Monster und ja. Heute habe ich mir überlegt, mache ich so einen kleinen Mach-deine-Scheiße-Tag. Wer das Prinzip nicht kennt, der schaut am besten jetzt mal auf den Kanal von Finn Kliman. Da ist das nämlich irgendwie etabliert worden. Und zwar habe ich überlegt, mache ich heute einfach mal den ganzen Shit, den ich schon die ganze Reihe lang machen wollte. Und ja, das ist der Plan für heute. Währenddessen labere ich über ein paar Themen und ja, des Weiteren würde ich sagen, fangen wir einfach an, indem ich hier einfach mal meine Hafenmauer baue, das ganze Zuckerrohr wegmache, die Kakteen wegmache, etc. etc. Derweil würde ich gerne über ein Thema sprechen, und zwar ein total aktuelles Thema tatsächlich. Die Spitzhacke sieht irgendwie komisch aus und ich glaube, wir brauchen gar keine Spitzhacke. Nämlich war ich eben so auf meinem Kanal, ne, hab so durch meine Videos geguckt, dachte, okay, beantwortest ein paar Kommentare. Da komme ich auf das letzte Video. Das Video ist von gestern? Nee, ich glaube nicht von gestern. Das ist auf jeden Fall die letzte Masterbuilders-Folge, wo wir Süßigkeiten bauen mussten. Wer sie nicht gesehen hat, guckt am besten jetzt mal da vorbei. Ist nämlich eine ganz coole Folge geworden. Und ich gucke so, 9 Dislikes, das ist aber viel. Weil ich meine, ich habe eine coole Community mit euch. Und ich habe meistens so 2-3% der Bewertungen sind Dislikes. Was eigentlich ziemlich gut ist, womit ich ziemlich zufrieden bin. Und dann wundere ich mich schon so, ist aber viel. Klick mal auf das Video drauf, auf einmal steht da 18. Ich so, was ist denn da los? Geh nochmal auf mein Dashboard, aktualisiere, auf einmal sind 27 Dislikes. Und ich so, was ist denn hier los, ne? Geh kurz auf Toilette, komm wieder, 57 Dislikes. Ich so, kann man mal applaudieren, ne? Also, ich muss sagen, ich finde es natürlich kacke, aber irgendwie fand ich es auch ziemlich lustig, weil, keine Ahnung, das ist so dumm. Ich weiß auch nicht, wie die Person das gemacht hat, weil tatsächlich 57 Dislikes innerhalb von einer Minute ist schon doch durchaus relativ heftig. Oder nee, nicht 57, lass es 50 gewesen sein, aber trotzdem 50 Dislikes in einer Minute ist schon relativ heftig. Ich also, okay, jetzt ist meine Stunde. Erstmal YouTube-Support angeschrieben, der mir natürlich noch nicht geantwortet. Aber wollte ich einfach mal erzählt haben und wollte euch fragen, wisst ihr, was da los war? Gab es da irgendwie sowas auf YouTube? Liegt das an YouTube? Hat mich da irgendjemand gehatet? Oder, weil ich meine, wenn das eine Person war, was ich wahrscheinlich denke, dann muss die Person sich ja 50 YouTube-Accounts gemacht haben, die alle gewechselt haben und damit alle das Video gedisliked haben. Das ist doch total bescheuert, oder irre ich mich jetzt gerade? Also ich fand das auf jeden Fall ziemlich heftig, deswegen, ja, wollte ich einfach mal angesprochen haben. Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas mal passiert, weil ich eigentlich so eine coole Community habe. Aber anscheinend kann es ja doch passieren, was ich ziemlich merkwürdig finde. Aber ja, wollte ich einfach mal angesprochen haben. Ging mir gerade eben so durch den Kopf und ich brauche Holz. Haben wir überhaupt irgendwo Holz? Holz? Haben wir hier Holz? Wir haben Schwarzeichenholz. Wollte ich das verwenden oder wollte ich das andere verwenden? Lass mal kurz gucken. Kann ich hier rausgucken? Ah, nee, sehe ich nichts. Okay. Ich glaube, das ist normales Eichenholz, oder? Das sieht verdammt nach normalem Eichenholz aus. Okay, bedeutet, wir müssen auch noch ein bisschen farmen, aber weil ich momentan unter Zeitdruck stehe, kann ich leider keine Timelapse machen, sondern wir farmen einfach nur so ein bisschen Holz und das machen wir dann wann anders mal, aber ja. Also das war schon mal ein Thema, was ich auf jeden Fall ansprechen wollte und ich habe halt wirklich kein Holz mehr, ne? Aber wir können schon mal das ganze Eisen hier rausholen, ne? Wenn wir schon dabei sind. Und das Gold und das Eisen und ja, das war's erstmal. Ja, fand ich auf jeden Fall merkwürdig. Würde ich mich mal über eure Meinung freuen in den Kommentaren, was ihr dazu denkt, was ihr denkt, was da vorgefallen ist und so weiter. Ob ihr da irgendwie schon mal bei anderen YouTubern was mitbekommen habt oder bekommen habt. Weil ich meine, ich bin ja sonst auf YouTube nicht so wirklich aktiv. Also ich gucke ein paar YouTuber, aber so per se mitbekommen habe ich das noch nicht. Also würde mich einfach wirklich mal interessieren, ob das jetzt an YouTube liegt oder ob das ein Nutzer war oder ob das mehrere Nutzer waren. Ob es da irgendwie, keine Ahnung, was Geplantes gegen mich gab. Weil es war halt wirklich von einer Sekunde auf die andere waren da irgendwie 10 Dislikes mehr drauf. Und ich so, was denn hier passiert, ne? War ein bisschen merkwürdig. Deswegen, ja, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare und dann schauen wir mal weiter. Würde ich wirklich einfach gerne mal wissen. Ihr merkt schon, mir geht das durch den Kopf. Gut, aber genug davon. Ich will mich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil ansonsten kriegt die Person, die das gemacht hat, ja noch mehr Aufmerksamkeit. Und das wollen wir ja nicht. Also, von daher reden wir über was anderes. Und zwar den Server. Ja, da gibt es einige Neuigkeiten zu. Und ich sage das jetzt auch noch einfach mal in dem Video. Vielleicht sehen ja einige Leute das Server-Update-Video nicht oder so. Und zwar verkaufen wir mittlerweile auch Ränge über Paysafe-Karten. Da geht ihr einfach auf zu unserem Skype-Account, das ist Magic Door Network. Und da könnt ihr uns anschreiben, uns einen Passive-Card-Count geben oder einen Code geben. Und dann bekommt ihr einen Rang zugewiesen. Wollte ich einfach mal mitteilen, weil viele Leute danach gefragt haben, ob man sich auch mit Passive-Karten Ränge kaufen kann. Und ja, kann man. Ihr geht einfach in Skype auf den Account, Nutzer,
ja, wie nennt man das eigentlich bei Skype? Ich würde sagen, Account, oh, Magic Door Network, und da schreibt ihr uns an, schickt uns den Code, wir überprüfen das und dann kann das ein paar Stunden dauern, aber dann werdet ihr euren Rang per Hand zugewiesen bekommen. Genau, das ist der Plan. Wollte ich einfach mal erzählt haben. Andererseits wollte ich euch einfach danken für die kranke Unterstützung auf dem Magic Door Network oder halt auf dem Magic Door Server, was einfach unglaublich heftig war in der letzten Zeit. Also die Community da ist so gut zusammengewachsen und es gibt viele coole Leute da. Dafür wollte ich einfach nochmal Danke sagen. Und ich habe schon wieder viel zu viel im Kopf, deswegen labere ich schon wieder viel zu viel Bullshit, verstottere mich und so weiter. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir das Ganze. Aber wollte ich einfach mal so erzählt haben, per se, ist ja eine ganz coole Sache. Und ich weiß, ich habe da gestern in dem, oder was heißt gestern, ich weiß ja gar nicht, wann das Video hier kommt, in dem Infovideo zum Server habe ich mich schon mal bedankt, aber das ist einfach so cool, da kann man sich ruhig mal mehrfach bedanken, ne? So, hier machen wir auch nochmal so ein Ding hin, machen wir mal so, und generell wollte ich einfach mal diese Hafenmauer endlich fertig bekommen. Das kann man ja nicht machen, dass die ganze Zeit so scheiße aussieht, ne? Also machen wir einmal so und hauen das Ding hier wieder weg. Das war eigentlich so mein Plan für heute, die Hafenmauer bauen, mal gucken, was sonst noch so ansteht, hier ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen, vielleicht das Feld größer machen, all diese Geschichten wollte ich heute machen. Wie gesagt, mach deine Scheiße Tag, ne? So, irgendwo habe ich hier eine Workbench rumstehen, meine ich mich zu erinnern? Ja, doch, da habe ich sie. Und dann machen wir uns hier einfach nochmal, nein, so nicht, machen wir uns nochmal ein paar Slabs, denn die können wir definitiv gut gebrauchen und dann können wir endlich weiterbauen. Und ich muss sagen, die Hafenmauer gefällt mir eigentlich ganz gut. Man könnte sie ein bisschen höher machen und so, aber per se gibt das doch schon mal einen ganz niceen Eindruck, oder was meint ihr? Ich denke schon, kann man auf jeden Fall machen. Schreibt mir auch dazu mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich auch interessieren. So, komme ich da auch raus? Ja, komme ich. Wunderbar. Das wollte ich wissen. Und meine Framerate ist ziemlich im Arsch. Ah, ich habe meine Sichtweite noch auf 19 Chunks. Ah, gut, das erklärt's. Ich habe jetzt 9 Chunks gemacht, das sollte ein bisschen besser laufen. Ja. 19 Chunks ist dann vielleicht sogar für meinen Rechner ein bisschen zu viel, ne? Oh, man weiß ja nicht, aber 30 FPS ist halt doch eine Ecke zu wenig, meiner Meinung nach. Könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, was habt ihr so für Computer, was sind eure Framerates in Minecraft und so. Klar, ich habe jetzt noch einen Shader drin und eine Aufnahme, deswegen ist hier alles ein bisschen schlechter und so, aber schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren. Gut, Hafenmauer fertig. Also klar, man könnte das hier unten noch ein bisschen schöner machen, eventuell unter die Slabs noch ein paar Steine packen und so, aber ja, da bin ich jetzt gerade, ich will ja nicht sagen zu faul, aber doch eigentlich bin ich zu faul. Gut, nächstes Projekt, was ich habe, ist hier hinten das Feld. Das muss als erstes mal abgeerntet werden, dann müssen wir hier die Bäume fällen, dann müssen wir das Feld größer machen. Generell, das ist der Plan und es ruckelt ziemlich, wenn ich das hier abbaue. Kein Plan warum, aber müssen wir uns halt jetzt damit abfinden. Sollte ja eh relativ schnell vorbeigehen. Dann haben wir nämlich auch ganz viele neue Samen, können unser Feld vergrößern und so weiter. Ich denke, wir machen das noch so ein bisschen da um das Haus rum und dann schickt das auch, weil wer in drei Gottes Namen braucht einen 10.000 Blöcke Weizenfeld, ne? Irgendwann hat man genügend Weizen, selbst für seine Kuhherde, selbst für das eigene Brot und so weiter. Deswegen, ja, bauen wir einfach ein bisschen und dann gucken wir mal, wie groß wir das Ganze machen. So ist der Plan. Einmal hier das Zeug weg und jetzt sind wir im Prinzip auch schon gleich durch mit der Ernte. Oh, hier steht noch ein bisschen was, hier steht noch ein bisschen was und hier stehen noch ein paar Sachen und dann wäre es das im Prinzip auch. Hier fällt auch gerne mal was in die Löcher, aber ich meine, wir haben mittlerweile so ein großes Feld und so viel Weizen, dass wir uns darum jetzt nicht mehr so kategorisch kümmern müssen. Gut, dann, wie folgt, verarbeite ich einfach mal den ganzen Weizen jetzt schon mal zu Brot, damit wir ein bisschen mehr Platz im Inventar haben und so weiter und so fort. Einmal so und dann haben wir hier schon mal ein Stack Brot und dann können wir das nochmal verwurschten, machen wir nochmal so und perfekt. So wollte ich das sehen. So, jetzt haben wir hier noch 4 Weizen übrig. Hier sind auch nochmal 2. Das passt perfekt. Dann können wir uns nämlich noch 2 Brote machen. Sehr schön. Cool. Richtig coole Geschichte. Als nächstes brauchen wir einen Eimer. Wir brauchen eine Hake oder halt, wie heißt das? Hacke? Ja, doch. Hacke. Irgendwie sowas. Und dann können wir unser Feld vergrößern. Fresh. Gefällt mir richtig gut. Ich glaube, meinen letzten Eimer habe ich tatsächlich verloren in der Mine, als ich gestorben bin in der letzten Folge. Ja, ich glaube, so war es. Und dann schnappen wir uns hier einfach nochmal 5 Eisen und dann machen wir halt alles nochmal neu. Geht jetzt nun nicht anders, ne? Oh, ja doch. Holz sollten wir genügend haben. Machen wir uns hier einmal ein paar Sticks, machen wir einmal so und machen einmal so und schon haben wir eine Hacke. Dann noch einen Eimer und dann haben wir im Prinzip alles. Sehr cool. Einmal so und einmal so. Da ist der Gute. Dann packen wir uns noch die Weizensamen hier rein und dann können wir im Prinzip loslegen. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu tun. Die Bäume hier müsste ich noch fällen, aber ich bin gerade ein bisschen zu faul dafür. Das tut mir leid. Und wir müssen den Sand hier ersetzen durch Erde, weil hier drauf kann man ja nicht anbauen. Das ist so das kleine Problem. Und wir müssen hier den Weg machen.
Ich weiß nicht, ich mache jetzt mal so einen kleinen provisorischen Weg hier drumherum. Der geht dann einfach mal hier entlang, damit wir einfach schon mal wissen, okay, hier kommt später ein Weg hin, ne? Das ist der Plan, damit wir drumherum alles anbauen können, aber halt den Weg nicht zubauen, ne? Ihr wisst, wie ich das meine. So, machen wir einmal so und dann machen wir hier überall halt nochmal Wasser hin, ne? Das ist der Plan. So, einmal hier den. Ich weiß, mit mehr Eimern wird schneller gehen, aber Leute, wir haben doch Zeit, oder? Haben wir. Ich meine, es ist ein standardmäßiges Let's Play, also wenn wir hier keine Zeit haben, wo dann? Ganz im Ernst. Ne, sehe ich nicht ein. Mache ich jetzt mit einem Eimer. Mache ich ganz gemütlich. Ich denke, ich mache das noch bis hier vorne hin irgendwo. Da bastle ich dann eine kleine Abgrenzung und dann sollte das irgendwie funktionieren. Hoffe ich zumindest. So, einmal hier hin, einmal... Hier können wir noch ein bisschen Wasser gebrauchen, so wie es aussieht. Und die Sonne geht schon wieder unter. Krank, Alter, wie schnell der Tag rumging. Heftig. Heftig, heftig, heftig. So, eventuell packen wir hier noch ein bisschen... Ah, obwohl, brauchen wir gar nicht, oder? Brauchen wir hier? Nö, eigentlich brauchen wir hier kein Wasser mehr. Ja, sehr schön. Dann gehe ich erst einmal schlafen. Morgen holze ich die Bäume ab, kriegen wir auch noch ein bisschen Holz. Und dann machen wir das Feld fertig und dann sollten wir es eigentlich für die Folge haben. Das ist so der Plan. Vielleicht haben wir ja noch Zeit, dann mache ich noch was anderes. Muss ich mal gucken. Ich habe ja generell viel zu tun hier. Wir können uns eigentlich auch mal eine bessere Rüstung machen, ne? Ich meine, jetzt haben wir wieder Essen, also von daher, warum nicht? So, einmal die Axt equippen und dann, ne? Ziehen wir in den Wald und machen mal ein paar Holzfälle arbeiten. Muss ja auch sein, ne? Wir könnten eigentlich mal ein bisschen Efficiency auf unsere Axt draufkloppen. Wobei, nee, ich glaube, da mache ich mir eher eine Diamantaxt, oder? Generell muss ich mal gucken. Eine Diamantrüstung halte ich jetzt nicht so für sinnvoll, zumal ich eh keine Diamanten finde, wie ihr mich kennt. Aber eventuell könnten wir ja mal über Diamant-Equipment reden. Also heißt, wir machen uns eine Diamantaxt, eine Diamantspitzhacke, ein Diamantschwert und so. Packen da überall Fetthaltbarkeit drauf, damit das auch nicht so schnell kaputt geht. Dann eventuell noch ein bisschen Effizienz. Und dann haben wir im Prinzip ganz cooles Equipment. Ich glaube, ich habe noch 10 Diamanten. Eine Spitzhacke, das bedeutet, wie komme ich jetzt an das Holz da oben? Würdest du mir das bitte einmal runtergeben? Hallo? Ich hätte einmal ganz gerne das Holz. Dankeschön, perfekt. Wir haben noch eine Spitzhacke, glaube ich. Vielleicht auch nicht, auf jeden Fall haben wir noch 10 Diamanten. Das schickt auf jeden Fall für ein Schwert, eine Axt und eine Spitzhacke. Schaufel, komm, Schaufel kriegen wir auch noch hin, aber schauen wir dann mal. Wir brauchen ja dann später auch noch ein paar Diamanten zum Reparieren. Aber generell will ich ja eh noch mal ein bisschen Minen gehen. Also von daher kriegen wir schon irgendwie hin. Aber das war eigentlich so der Plan, dass ich vielleicht in der nächsten Folge mal vernünftiges Equipment mache. Mal wieder in Nether gehen, ein bisschen Quarz farmen, um ein paar Level zu bekommen. Und dann auf Level 30 verzauber. Eventuell noch ein bisschen Angel für Bücher oder ein paar Bücher verzaubern mit Haltbarkeit. Muss ich halt alles mal schauen, wie das Ganze so funktioniert und zusammenkommt. Gut, Bäume sind weg. So wollte ich das sehen. Jetzt müssen wir im Prinzip nur noch hier den Sand durch Erde austauschen. Na toll. Aber so lange können wir hier eigentlich schon mal die Erde in Farmland umformen, ne? Wenn wir schon dabei sind, machen wir das doch einfach mal so. Also gehen wir einmal hier entlang. Du, dich brauchen wir hier nicht. Und dann machen wir das alles schon mal zu Farmland, damit das alles schon mal bewässert ist. Und dann packen wir gleich noch für den Sand da einfach Erde hin. Jo, so machen wir das. Dann einmal hier überall das Gras weg. Ne, das brauchen wir heute nicht. Und da liegt noch was im Wasserloch. Tatsächlich, ein Stück Erde. Ah, das nehme ich natürlich noch mit. Gut, haben wir das schon mal? Dann brauche ich als nächstes Erde. Yep, das ist der Plan. Erde? Habe ich, glaube ich, oben, oder? In meiner Erdekiste, hier, wo Erde drauf ist. Ein Stack. Gut, ist jetzt nicht super viel, aber sollte eigentlich schicken für das, was wir vorhaben. Deswegen, naja, ich hoffe einfach mal. Wir beten, Leute, dass das schickt. Aber ich glaube, das sollte schon schicken. Psst. Bleibt aber unter uns, ne? So, dann einmal hier überall den Sand weg und nach Möglichkeit nicht gleich die Wasserlöcher freigraben. Wäre ganz praktisch, Johannes, dann schwimmt hier nämlich alles. Graben wir einfach uns elegant drumherum und dann passt das schon. Und abgesehen davon bekommen wir bei dieser Geschichte halt auch noch Sand dazu, was auch sehr angenehm ist, weil, ich meine, Glas kann man immer gebrauchen, Sand, Sandstein, ist eine ganz coole Geschichte, deswegen, warum nicht, ne? Zwei Fliegen mit einer Klappe. So, hier habe ich mal wieder freigegraben, na toll, hast du mal wieder gut gemacht, Johannes, 1A. So, einmal hier entlang, einmal hier entlang, einmal hier entlang, den Gravel nehmen wir natürlich auch noch mit, den brauchen wir hier nämlich nicht und... Dann nur noch diese ganze Fläche hier. Na, wenn es nur das ist, ne? So, einmal hier rum, einmal hier durch, einmal hier entlang. Und ich muss sagen, Sand abbauen ist tatsächlich nicht einfach zu kommentieren. Ist ziemlich langweilig, ne? Aber ich könnte ja noch mal über ein Thema reden. Habt ihr noch ein Thema? Ihr müsst mir mal wieder Themenvorschläge in die Kommentare schreiben. Ich habe nämlich momentan echt keine Themen mehr, über die ich reden kann. Also klar, ich könnte euch über irgendwelche Sachen erzählen, die auf dem Server rumgehen oder... Was so mit YouTube passiert generell, wie ich das jetzt auch gemacht habe mit den Dislikes und so, was mich da so aufgeregt hat. Aber ich sag mal,
Das kriegt ihr ja eh schon mit und ich denke, das ist für euch auch nicht so interessant. Deswegen schreibt mir einfach mal in die Kommentare so ein paar Themen, die ihr euch wünscht, die ich mal ansprechen soll. Und dann mache ich das definitiv mal. Dann habe ich auch was zum Labern und so weiter. Das ist generell der Plan. Macht das einfach mal und da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und guck mal, wir kriegen sogar ganz, ganz viele Setzlinge. Ach, ist das cool. Das gefällt mir. Einmal hier überall Erde hin und noch. Ihr kennt das Prozedere. Nebenbei gucke ich auch mal auf die Uhr. Mir wurde auch gesagt, ich soll nicht so oft auf die Uhr gucken. ich gucke trotzdem auf die Uhr. Ihr kennt mich. Weil muss ich machen und so, damit die Folge nicht zu lang wird oder zu kurz wird. Aber wir haben noch ein paar Minütchen. Von daher können wir alles ganz entspannt angehen lassen. Oder ging das bis 28 oder bis 38? Ich hoffe bis 38. Weil ansonsten hat die Folge jetzt schon Überlänge. Na toll. Na, ich glaube, ich liege richtig. Haben wir hier irgendwo noch Erde rumfliegen? 6 Erde. Hier haben wir nochmal 17 Erde. Und hier haben wir keine Erde mehr. Oh, oh, Leute. Ich habe die schlimme Befürchtung, dass wir bald keine Erde mehr haben. Aha, ich wusste doch, da unten drauf kann man sich verlassen. Hier haben wir noch ein paar Stacks Erde, also nicht viel, aber zumindest schon mal ein bisschen was. Und damit können wir auf jeden Fall schon mal unser Feld fertig machen. Cool. Ich hatte gerade echt Panik, dass wir keine Erde mehr haben, ne? Das wäre nämlich ein großes Desaster gewesen. Dann hätte ich heute in der Folge nämlich kaum noch was machen können. Aber so kann man natürlich noch das Feld fertig machen und bestellen. Und ich glaube, dann sollten wir auch die restlichen 4 Minuten voll haben. Na, schauen wir mal. Kriegen wir irgendwie hin. So, einmal hier überall Erde hin. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Und dann graben wir diese Sanddinger noch weg. Und dann packen wir da auch noch überall Erde hin. Und dann passt das schon. So, einmal du weg, einmal du weg, einmal du weg, einmal du weg. Und dann kommst du hier hin, du dahin. Du dahin und du dahin. Wunderbar, so wollte ich das sehen. Haben wir sonst irgendwo noch Sand? Nö, eigentlich passt das soweit, cool. Dann schnappen wir uns einfach mal ins Reisenhacke, gehen hier einmal überall drüber und können im Prinzip anpflanzen. In der nächsten Folge muss ich das dann hier noch alles schön machen, das Feld so ein bisschen abgrenzen und so weiter, aber ich würde sagen, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich denke generell in der nächsten Folge mache ich mir einmal meine neuen Tools, hatte ich ja gesagt, und wenn dann noch Zeit übrig ist, werde ich mich mal so um ein paar Wege kümmern, das Ganze ein bisschen schön aussehen lassen, ein bisschen Landschaftsdesign, sowas in die Richtung. Weil ich meine, das haben wir jetzt sonst selten gemacht und dann wäre die nächste Folge eigentlich der perfekte Moment dafür, ne? So, einmal hier das Zeug und einmal hier drumherum und dann haben wir es im Prinzip gleich. Sehr cool. Richtig fresh. Perfekt, so habe ich mir das gewünscht. Dann schnappen wir uns einmal unsere Weizenkörner, ich weiß gar nicht, haben wir genügend? Ja, sieht relativ viel aus. Und pflanzen einmal das ganze Feld an. Jo Leute, ich glaube, das könnte jetzt ein Sekündchen dauern. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ist doch schon ein relativ großes Feld, ne? Kann man so sagen. Also kriegen wir aber trotzdem irgendwie hin. Versprochen. In der Folge schaffen wir das noch. Und mir fällt gerade selber auf, dass ich ziemlich viel über die Folge rede und was ich noch machen will und so. Und das ist irgendwie ein bisschen blöd. Sollte ich mir mal abgewöhnen. Versprochen, in der nächsten Folge, wenn ich ein paar Themenvorschläge von euch habe, mache ich das nicht mehr. Hochunheilig, verspreche ich euch das. Und hier müssen wir das eigentlich auch noch schön machen. Ja, ich glaube, das mache ich dann in der nächsten Folge, wenn ich über irgendwelche Themen quatsch. Dann mache ich hier überall mal so ein paar kleine Arbeiten und guck mal, was ich hier und da noch ein bisschen fixen kann und so. Und dann kriegen wir das hin. So, hier ist ja unser Weg. Da wächst natürlich der Weizen einmal schön drumherum. Und Alter, wie viel Stacks Weizenkörner man dafür braucht, ne? Ist ja unglaublich. Naja gut, man sieht es auch an unserer Eisenhacke, ne? Die war jetzt für diese kleine Aktion, ist so schon fast draufgegangen. Das bedeutet, wir müssen hier einiges an Feld haben. Aber hey, damit sind wir definitiv für den Rest unseres Survival-Let's Plays mit Nahrung versorgt. Also ich glaube, das Problem werden wir nicht so schnell wieder haben. Alter, jetzt ist gleich noch ein Stack draufgegangen. Yo, wie viel Weizenkörner brauchen wir denn hier? So, komm, wenn wir schon dabei sind, noch ein Stack hier reingehauen. Alter Vater, meine Herren, wie viel Weizen. Ich freue mich schon drauf, das alles abzuernten. Das wird cool. Und du, da kommst so hin. Wunderbar, du hast mich schon die ganze Zeit gestört. Das brauche ich hier nicht auf meinem Feld. Alter, ist das groß. Alter Verwalter. Und schon wieder gleich ein Stack durch. Yo, wie viel Weizenkörner das sind? Alter. Da ist der nächste durch. Und jetzt haben wir nur noch 2,5 Stacks oder 2,25 Stacks. Na, herzlichen Glückwunsch. Das kann ja ein Späßchen werden. So, einmal hier entlang. Einmal hier entlang. Und ich würde sagen, wir machen erstmal die untere Hälfte fertig, oder? Ja, gehen wir einmal hier entlang und grenzen das hier so ab, füllen das einmal auf und das ist so ein bisschen blöd zu platzieren, weil, keine Ahnung, das dauert immer ein bisschen, bis man das hier platziert hat, weil wenn ich so einfach drüber renne, dann, jetzt habe ich keine Weizenkörner mehr, ihr seht, was passiert, dann pflanzt das teilweise nicht überall an, da, seht ihr, da hat es nicht angepflanzt, das ist ein bisschen nervig, deswegen kann ich hier nicht so einfach drüber rennen, aber kriegen wir schon irgendwie hin, das packen wir schon irgendwie, warte, ist das gerade unser letzter Stack? Das ist gerade unser letzter Stack, ach du Schande, aber ich glaube, ich habe drin noch welche, wenn nicht, wird unser Feld halt noch nicht ganz voll.
Also der schickt auf jeden Fall nicht, aber drin sollte ich ja noch welche haben. Zumindest hoffe ich das. Schauen wir gleich mal. So, einmal hier fertig und jetzt mal drin gucken. Hier sollten eventuell noch irgendwo welche drin sein. Na, Gott sei Dank. Ein Stack und ein bisschen was, das sollte definitiv schicken für diesen kleinen Rest hier hinten, aber hätte beinahe eng werden können, tatsächlich. Heftig, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte so, ja, wir haben bestimmt eh ganz viele Weizenkörner übrig, aber haben wir tatsächlich nicht, ne? Also haben wir halt wirklich nicht. So, jetzt haben wir es aber. Na Gott sei Dank. Einmal das Ganze begutachten. Oh Mann, sieht das fresh aus. Das gibt gleich erstmal ein Screenshot fürs Thumbnail. Oh ja, das ist ein Feld. So will ich das sehen. So und nicht anders. Gut. Würde ich aber sagen, war es das für die heutige Folge. Wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr neu dazugekommen seid. Schaut auf meinem Kanal vorbei und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Leute, bis dahin, spielt fleißig weiter. Ciao und haut da rein.